Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Und ja, ich will hier jetzt das ganze Startgebiet nochmal hier durchsuchen. Ich komme hier gerade nicht hoch. So. Absuchen, was wir hier vielleicht übersehen haben, vergessen haben, Punkte sammeln und so. Dann wir vielleicht stark genug sind, auch weiter voranzukommen. Wegelosenlager. Auf sie! Autsch. Hab ich jetzt. Alter. Aber okay, die sind jetzt machbar. So. Bogenschütze noch. Ja, Malte. Scheiße. Wie komme ich jetzt an den ran, um wieder hochzukommen? Wo ist die andere erstmal? Wo liegt sie? Kann ich sie so besser erkennen? Die lag hier doch gerade irgendwo. Wir suchen. Eisenharnisch, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Menschenfleisch, nehmen wir mit. So, gibt's hier noch was zum Looten? Eintopf. Endralea Krustenbrot ist zum Glück nicht verdorben. Können die Sachen nicht verderben. Magierlicht Rang 1. Set des Rattenfängers. Stiller Schritt des Rattenfängers. So, Rolle des Feuerballs. Ist ein rotes Symbol. Ich kann hier nicht rein. Okay, schade. Ach, hier kann ich auch. Okay. Alte Vagabundstiefel, das nehmen wir mit. Dietrich nehmen wir mit. Eisendolch. Eisenschule. Ich finde es krass, dass. Gut, dass wir den jetzt blutet haben. So, gibt's noch etwas, was ich hier vergessen habe, übersehen habe? Da unten ist ja wieder die Straße. So, wenn wir auf die Karte gucken. Wir kommen ja von hier irgendwo. Wenn wir das Ganze hier nochmal absuchen. Da ist ja diese eine Burg. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich es dort ist. Da vorne sind aber noch ein paar Lager. Die wir vergessen haben, beziehungsweise nicht beschritten hatten. So, ich will hier hoch. Da haben wir noch welche. Räuberlager entdeckt. So, und den da auch noch. So, aber bitte in die Richtung, ja? So, noch knapp 400 Punkte, also 500 Punkte. Ah, schade, von dem kriegen wir leider kein Menschenfleisch. Käfereier, Salz, Spinnei, vorbei. Nehmen wir einfach mal alles mit. Genesungstrank, Mana-Trank. Set des Vielgereisten, Fäust des Vielgereisten. Oh! Kohlen nehmen wir mit. So. Der hat Menschenfleisch. Irgendwas, was besser ist? Nö. Aber nehmen wir trotzdem alles mit. Apropos, wir brauchen jetzt wieder was zu essen wegen der Dings. Eintopf, komm, gönnen wir uns mal.
Was ist dieses Steinsymbol? Hier ist das genauso ein Steinkreis wie in Skyrim oder hat das eine andere Bedeutung? So, ich würde die Brücke hier nehmen wollen. So, greift der Fuchs hier an oder nicht? Nee, das war jetzt nichts, was ich haben wollte. So, aber da vorne hatten wir... Und hier haben wir auch noch ein Lager von Banditen, glaube ich. Automatisch speichern. Komme ich jetzt irgendwie hier hoch? Ne. Doch, irgendwie schaffe ich schon. So, Straßendiebe. Oh, der mit seiner... Ist das alles? Autsch. Okay, das wird hier ein bisschen schwieriger. Ah, noch ein Bogenschütze. Ah, noch 350 Punkte. Nice. Nehme ich auch wieder alles mit. Und ich muss langsam wieder verkaufen gehen, würde ich sagen. Auch wieder alles mitnehmen. Hier auch nochmal. Ja, wir müssen so wieder zurück zum nächsten Händler oder so. Sachen verkaufen, einlagern. Jetzt sind wir überladen. Was haben wir denn da? Bauplan Magie erfüllt Robe. Eisenclaimer der Flamme. Ah, okay, das wird super. So, müssen wir jetzt einen Weg wieder zurück nach Flussheim finden. Kann ich das eben benutzen? Eselchen, Eselchen, ich brauch dich. Toll, ich bin genau zur Spinne gerannt. Sprinten funktioniert gerade bei mir nicht so wirklich. Ich hoffe, die Spinne werde ich aber los. Ja, aber Flussheim, ich finde es gut, dass Flussheim dann in der Nähe ist. Und dann können wir eigentlich ordentlich Geld jetzt zusammen scheffeln. Absteigen. Obwohl, warte mal. Von unseren Rüstungen, die wir jetzt gesammelt haben. Was ist besser? Das ist besser. Set des Rattenfängers. So, den haben wir an.
kleiner Rucksack. Ja, mittleren Rucksack. Dann würde ich den kleinen wie er verkaufen wollen. So, und Waffen? Eisenclaimer oder Flamme? Ah, die zwei will ich mal weglassen. Ich hätte gerne irgendwann so einen großen Rucksack oder sowas, mit dem wir dann hier irgendwie durchmarschieren und alles. Aber ich frage mich jetzt, sind wir denn eigentlich schon so weit, hier alles auseinanderzunehmen, was wir hier finden? Zumindest im Startgebiet und um Ark herum. Ich kann echt nicht drin. Ich wünschte, ich wäre jetzt mit Eselchen hier noch weiter hochgeritten. So, hier hatten wir ja einen Schmied. Da können wir zumindest ein bisschen was verkaufen. Und ich weiß nicht, wann die immer wieder neues Geld kriegen. Ob es alle 48 Stunden sind oder so, oder jeden Tag. Arbeit, 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 genau. Wie viel tragen wir überhaupt? 410 Kilo von 397. Ich sehe es aber auch irgendwann kommen. Irgendwann ist unser Inventar so voll mit Lebensmitteln, dass wir gar nichts mehr mitnehmen können. So, Sura. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, zeigt mir eure Ware. Natürlich. So. Eisenclaymore. Wollen wir nicht haben. Die Eisendolche. Die Eisenkriegsäxte. Das weg. Das weg. So, der kann weg. Das Messer kann weg. Hier, diese Sets behalten wir. Definitiv. Alte Vagabundenstiefel. Den kleinen Rucksack können wir weg. Das. Immerhin hat die noch genug Gold. So, hier. Genesungstrank einfach und ranzig. Dann Gift der Magielösung weg. Mana-Trank weg. Das kann weg. Die können weg. Die behalten wir mal. So, das kann weg. Ja, kann auch weg. Damit befassen wir uns irgendwann später. Und wir können ja die wieder normal laufen. So, aber wir hatten jetzt auch noch hier irgendwie was eingesammelt zum Lesen. Warum ist das rot? Das ist da oben rot. Warum? Ich glaube, die behalten wir erstmal alle. So, Zauberbuch, Götterschild.
Schlüssel behalten wir alle. Wir können diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ich wollte das lesen. So, irgendwas anderes. Obwohl, komm, wir können jetzt weiter. Ich würde sagen, jetzt können wir wieder weiter. In Richtung Süden. Ist wieder der falsche Weg. Nee, ich wollte doch einsortieren. Die, in die Kiste da. Diese sichere Kiste. Die Sets, die wir eingesammelt haben, die Setteile. Ich will die da reinpacken. So, die sichere Truhe. So, genau. Set ist rätselhaft Nomaden. Nein, ich wollte das ablegen. Warum haben wir eine Tunika? Und solche Schuhe. Jetzt muss ich meine Stiefel wieder anziehen. So, kann ich ihm dann noch die anderen... Tretet näher. Sagt Bescheid, wenn euch was ins Auge fällt. Schreitet wohl und sichere Straßen. So? Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ihm kann ich das nicht verkaufen. Schade. Aber das kann weg. Und die können weg. Aber der hat wieder Gold, immerhin. Und die Silber am Vorn. Oh, wir haben wieder blutige Schädel mitgenommen. Amethyst kann weg. Dann muss ich den Krämerladen wiederfinden. Das war der doch, ne? Der nimmt doch bestimmt die Klamotten an. Die, Tunika und so. Ah, der ist hier. Willkommen, dies und das. Schaut einfach selbst. So, was hat er im Angebot? Das ist gelb. Was hat das mit den Farben auf sich? Kein Rattenfleisch. Erzählung des Wanderers, der Fechtmeister. Rezept Wolfsblut. Warte mal. Rezept Wolfsblut? Aber okay. Hier kann ich die Schuhe verkaufen und die Tunika. Essen behalten wir. Warte, habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche? Nope. Zauber, gleißender Funke. Haben wir schon. Okay. Schreitet wohl. Haben wir erstmal alles. Unfassbar, was bei den Federwalds passiert ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was der Major gerade durchmacht. Okay, dann gehen wir mal weiter, das Startgebiet da durchforsten. Apropos, hab ich irgendwie... Ne, ich bin noch nicht so weit für die nächste Stufe, aber... Eigentlich, wir entwickeln uns schon mal gut, finde ich. Klasse Klingtänzerin, Hüterin. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da vorne ist ein Turm. Aber ich will erstmal da hinten alles erkunden. Da haben wir noch eine Farm, die noch fehlt in unserer Erkundungstour. Thank you.
Stadt hatten wir ja. Die Farm da hinten hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht gemacht, oder? Die da jetzt so alleine auf dem Radar oben ist. Und da ist ein Stollen auch noch, sehe ich. So, da vorne hatten wir auch noch gar nicht gemacht, ne? Also die Farm da vorne. Aber so vom Gefühl her habe ich wirklich, also ich habe das Gefühl, ist so ähnlich wie in Gothic, wenn man einmal hier ein Gebiet irgendwie alles ausgelöscht hat, dann gibt es da nichts mehr. Abgebrannte Fischerhütte entdeckt. Ah. Leiche. So, Lachs nehmen wir mit. Bitte habt Rattenfleisch. Wir haben kein Rattenfleisch. Schade. Ach, das sind Angeln. So, bekritzeltes Pergament. Ich habe Ladia gesagt, dass die Banditen gefährlich werden können. Aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Papierrolle, Rolle der Seelenfalle. Von 100 und Friedenskraut. Okay, welche Banditen ist hier die Rede? Die da vorne? Hatten die abgebrannt? Ich würde mich mal noch mal zur Straße bewegen. Aber ich glaube nicht, dass wir alle diese Symbole finden werden. Ich würde sagen, im Laufe dieses Let's Plays werden wir wahrscheinlich so 70, um die 70, 80 davon haben. Im besten Fall vielleicht 90. Aber wir werden nicht alle schaffen. Ah, hier. Genau, dat, die hatten wir ja auch schon gemacht gehabt. So. Salz nehmen wir mal mit. Und das Eisenschild. Weizen. Nehmen wir mit. So, stellt sich jetzt nur die Frage, das führt zur Sonnenküste. Okay, alter Hof. Also, wir sind zwar in der Sonnenküste, aber ich meine zu unserem Startgebiet. Also von wo wir angefangen hatten. Und ich will schauen, ob wir jetzt in der Lage sind, dort wirklich alles auszuschalten. Ah, lassen wir mal in Ruhe. Denn das sind alles Erfahrungspunkte auch, die wir brauchen. So, Wildmagierin. So, okay. Eisenschnur. Was hat sich hier drin? Nehmen wir mal alles mit. Und Bauplan Eisenschwert. Geisterwolf rufen. Nobel.
Lehrbuch, ein Erinnerungspunkt. Kann ich leider nicht mitnehmen. Lederstreifen, Nägel. Harker Doppelbock. Der Schlechter von Ark Buch 2, der Namenlose. Nehmen wir mit. Ich werde irgendwann definitiv noch so ein, so als Podcast oder sowas, irgendwie die ganzen Bücher lesen. So, Salz. So, wo ist jetzt die Wildmagierin? Die ist irgendwo hier runtergefallen. Da. So, Eisendolch, Flammenstab. Zauberbuch Konter, Rang 1. Enzyklopädie Arcana Magie Teil 2? Ne. Doch, Teil 2 oder Teil 11? Ich nehme trotzdem mal alles mit. Ah, das sind die Stollen. So, war hier nicht irgendwie... Der Weg? Ne, da diesen Weg? Wo ist denn der Weg hin? Der Weg hört einfach hier auf. Aber auf der Karte steht, dass der hier sein soll. Na du? Der hat nichts. 118 Punkte fehlen noch für die nächste Stufe. So, Mooskrabbler. Spinnengift. Oh, jetzt bin ich froh, dass wir wirklich schaffen, die alle... Da ist noch so ein Ding zum Sammeln. Verlassene Ruine entdeckt. So, nochmal Spinnengift. Ihr seid auf Stufe 9 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Ich gehe nochmal auf Lebensenergie. Erstmal. So, magisches Symbol und Behälter. Okay, warte mal. Dann, wenn wir... Gucken wir mal. Okay, ich würde aber hier auch nochmal... Wir hatten ja noch so ein Buch gefunden. So, wo war denn das? Zauberbuch Konter Rang 1. War das hier? Lehrbuch plus ein Erinnerungspunkt. Dann verteilen wir das mal eben. So, hier. In die Richtung wollten wir erst einmal gehen. Rage. Moloch. Schildwall. Stufe 2 freischalten. Nee, Moloch. Schwerrüstung ist 15% wirkungsvoller. 13%. Schwerrüstung ist weitere 13% wirkungsvoller.
Landsknecht. Erhöht Einheitenschaden. Da haben wir schon alles. Okay. Hier, hier haben wir auch alles. Klingenmeister haben wir auch alles. Kampfhaltung. Stufe 2, 50% höhere Angriffs- und Laufgeschwindigkeit, 35% schlechteres Blocken, 20% höhere feindliche kritische Chance. Machen wir mal. Dann Stufe 3, 20% höhere Angriffs- und Laufgeschwindigkeit, 20% schlechtere Blocken, 10% höhere kritische Chance. Komm, machen wir das jetzt fertig. Das ist ja hier Klingentänzer. Jetzt haben wir keine Erinnerungspunkte mehr. Was ich schade finde. Aber ich will schauen, dass wir vielleicht auch wirklich schaffen, hier alles zu skillen. Verlassene Ruine. Schauen wir uns das mal an. Auf sie! Oh! Das ging schnell. So, Wildmagier. Nehmen wir mit. Nachtschatten, Knoblauch, Mana-Trank, Artischocke, Lehrbuch Leben entdecken, Feuersalze, Stechpalmenbeere, Gleißender Funke, leeres Pergament, schade. Tod entdecken, Gift des Leidens, zerstörte Bücher. So, Lauf, Eintopf. Set des rätselhaften Nomaden nehmen wir mit. Enzyklopädie Arcana Magie Teil 3 nehmen wir mit. Ja, nehmen wir auch alles mit. Dietrich nehmen wir mit. Mehr ist hier nicht. Vielleicht ein Hebel oder sowas? Kochstelle. Kann ich was kochen? Gebratene Hasenpfote, gebratene Lachs, Kartoffelkohlsuppe, Apfelkohlsuppe. Okay, fürs Kochen kriegen wir Erfahrungspunkte. Wir brauchen definitiv in unserer Hütte auch eine eigene Feuerstelle. So, ich höre schon Wölfe. Beziehungsweise dieser Küstenpirscher. Eispranke, die müssen wir alle mitnehmen. Umso mehr Eispranke wir haben, umso mehr können wir tragen. So, Wolfsklauen. Der hat nichts. Der ist auch leer. So, jetzt müssen wir was essen. Ein Topf. Mit. Da hinten ist ein Leuchtturm-Symbol. Was ist das da eigentlich?
So, Schlammmorchel. Nach Schimmermine. Haben wir. So, jetzt brauche ich eine Fackel, damit ich was sehe. Jo, ich schwimme hier jetzt. So, Tollfett nehmen wir auch mit. Muss. Holztür. Ich gucke erstmal da vorne, was wir da übersehen haben. Am Bett oder so. So, krackelige Notiz. Ich habe euch armen Jungs aus der Mine eine kleine Verstärkung dagelassen, falls die Nächte mal wieder rau und lang werden sollen. Teilt sie euch gut ein. So, Tagebuch eines Schürfers. 12. des Fundaments 8135. Gräfin Dora Gdahl Goldfurst hat angeordnet, diese Mine wieder in Betrieb zu nehmen, da sie einige seltene Erze benötigt, wofür auch immer, welche hier zu finden sein sollen. Ich wurde zusammen mit 4 anderen Schiffern rekrutiert, dass wir vor Jahren mal im Herzland und an der Bauernküste in ein paar Minen ausgeholfen haben. Scheint uns wohl bereits ausreichend zu qualifizieren, hier zu arbeiten. Heute sind wir hier in der Schimmermine angekommen, habe unsere Esel und Karren entladen und die Mine erkundet. Wie bei einer seit Jahrzehnten verlassenen Mine zu erwarten, ist auch hier alles etwas runtergekommen und modrig. Aber das Gestein scheint noch fest zu sein. Jedenfalls konnten wir keine großen Einbrüche feststellen. Morgen werden wir zum Schloss gehen und von der Gräfin nähere Informationen zu den benötigten Erzen zu erhalten. 13. des Fundaments. Wir sind gerade vom Schloss zurückgekehrt und ich kann jetzt schon mal sagen, das war ein ziemlich sonderbares Erlebnis. Als wir den Weg zur Klippe aufgestiegen waren und uns dem Schloss näherten, sahen wir auf den Wehrgängen der Mauern einige Arbeiter, die uns schon aus der Ferne grüßten. Dann, als wir durch das offene Tor in den Vorhof gingen, überkam uns alle ein eisiger Schauer, als ob wir dem schwarzen Wächter persönlich gegenübergestanden hätten. Wir 5 Schürfer zuckten zusammen, sahen panisch umher und hörten nur das Lachen der Arbeiter auf der Mauer, die uns empfahlen, einfach weiter ins Schloss zu gehen. Verwirrt, da wir uns nicht erklären konnten, was das nun für ein Streich gewesen sein sollte, folgten wir dem Ratschlag dann auf und gingen ins eigentliche Gebäude hinein. Dieses unerklärliche, beängstigende Gefühl war nun schwächer, aber es verschwand nicht ganz. In der Empfangshalle saß Gräfin Dara an einer langen, rustikalen Holztafel, gedeckt mit zahlreichen Schalen mit Früchten. Augenblicklich sprang sie von ihrem Stuhl auf und ging eilig auf uns zu, begrüßte uns freudig und erklärte uns, wonach wir schürfen sollten. Zu unserer aller Erstaunen tat sie dies, indem sie ein Stück Papier auf den Tisch legte. Von einer Kommode verschieden gefärbter Pinsel nahm vor unseren Augen in beeindruckter Geschwindigkeit das mutmaßliche Aussehen der gesuchten Erzadern malte. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Wände der gesamten Empfangshalle mit zahlreichen Gemälden behangen waren, die sie auch alle selbst gemalt hatte, wie Dora muss ausgiebig erzählte. Eine wirklich sonderbare Gräfin ist sie, etwas ausgekratzt, aber freundlich, aber irgendwie unheimlich. Und zu dem seltsamen Angstgefühl im Vorhof schwieg sie auch trotz unserer Nachfrage. 17. des Fundaments. Wir machten Fortschritte bei der Instandsetzung der Mine. Die meisten Gerätschaften sind repariert und wir haben einen Schmied in Flussheim damit beauftragt, die restlichen Eisenteile herzustellen, die wir noch benötigen. Wenn alles gut läuft, können wir uns in wenigen Tagen daran machen, mit den ersten Testgrabungen anzufangen. Mal sehen, ob wir etwas von dem blauen Erz finden, welches Gräfin Dora... Von einem blauen Erz? Das magische Erz aus Gothic? Keine Ahnung.
von dem blauen Erz finden, welches Gräfin Dora Dahl Goldburst so dringend benötigt. Auch rätseln wir immer noch, was mit uns vor einigen Tagen geschehen ist, als wir in den Vorhof des Schlosses kamen. Wir alle haben die Nacht danach ziemlich schlecht geschlafen. 22. Fundament. Mit etwas Verspätung hat uns gestern am Nachmittag der Gehilfe des Schmieds aus Flussheim die Eisenteile gebracht. Er fasste sich ziemlich kurz und mahnte uns ganz eindringlich, auf uns aufzupassen, da mit dem Schloss irgendetwas nicht in Ordnung sei. Was ist nun mit den Leuten hier an der Sonnenküste passiert, dass alle so in Rätseln sprechen? Auch der Jäger, den wir ab und zu in der Nähe treffen, sprach irgendwas von bösen Geistern und unerklärlichen Geschehnissen, ohne uns aber Näheres sagen zu können. Und Schürfern geht es gut. Wir erhalten alle 2 Tage vom Schloss eine nicht knappe Essenslieferung und das Gehalt von je 5 Groschen pro Tag. Und Schürfer ist auch ganz hervorragend. Kleine Reparaturen und Materialien müssen wir davon zwar selbst bezahlen, aber alle größeren Besorgungen und Aufträge, wie beispielsweise den an den Schmied, bekommen wir erstattet, sofern wir eine schriftliche Begründung verfassen, die Zustimmung vom Schloss bekommen und die Lieferung bestätigen lassen. 26. Fundament. Wir haben blaues Erz gefunden. Es ist wie von Adern durchzogen und leuchtet im Dunkeln, schwach bläulich, wie Gräfin Dora es uns gesagt hatte. Außerdem sorgt es für ein seltsam kribbelndes Gefühl in den Fingern, wenn man es hält. Gleich morgen früh werde ich mit den ersten Erzproben zum Schloss gehen. 27. Fundament. Dora war hoch erfreut, dass wir bereits nach so kurzer Zeit das gesuchte Erz abbauen konnten und versprach uns eine Sonderzahlung von je 50 Groschen. Gleichzeitig ermutigte sie uns, den Abbau umso schneller fortzuführen. Was genau sie mit dem Erz tun will, weiß ich allerdings nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es herausfinden möchte. Denn tatsächlich gibt es einige äußerst unheimliche Ereignisse in den letzten Tagen. In der Mine, insbesondere dort, wo wir das Erz abbauen, hören wir immer wieder ein leises Flüstern. Keiner von uns kann ein Wort verstehen, und gerade wenn man genauer hinhören will, ist es wieder verschwunden. Aber wir alle hören es. Und dann wäre da der eisige Schauer, welche uns weiterhin jedes Mal überkommt, wenn wir in den Vorhof des Schlosses treten. Darauf angesprochen zeigt uns das gesamte Schlosspersonal absolut schweigsam. Das beunruhigt mich. 15. des Goldenen Mond. Was soll ich nun tun? In den letzten Wochen konnten wir erfolgreich das verlangte blaue Erz abbauen, und Gräfin Dora bezahlte uns dafür so gut, wie kaum eine andere Gruppe einfacher Schürfer je entlohnt werden worden sein wird. Doch langsam verstehe ich, warum sie uns mit der guten Bezahlung entgegenkommt. Das Erz ist verflucht, wie alles andere auf dieser scheißverdammten Klippe. Die Arbeit hier verdreht unsere Köpfe. Erikon war doch immer so sanftmütig. Doch jetzt hat ihn der Jähzorn gepackt. Geschlagen haben sie sich direkt beim Abbau, und sie schrien. Und das Erz schrie und sie weinten. Und das Erz weinte. Und sie lauschten und das Erz lauschte ihnen. Wir schlafen kaum noch. Unsere Glieder sind schwer. Unsere Köpfe sind wirr. Was sollen wir nun tun? 20. Goldenen Monds. Wir verlassen die Mine. Wir müssen, wenn wir Verstand und Leben behalten wollen. Gräfin Dora will von unseren Beschwerden nichts wissen, und wir kennen auch gar kein Mittel dagegen. Ich konnte auf Botengängen zum Schloss hier und da interessante Gespräche mithören. Gräfin Dora versucht wohl, den Geist, welcher das Schloss heimsucht, zu bannen oder zu besiegen. Und dies seit 20 Jahren. Wie genau dabei das Erz helfen soll, weiß wohl außer ihr niemand. Doch scheint die Befreiung des Schlosses lukrativ genug zu sein, dass sie über so lange Zeit so unglaublich viel Geld in die Angelegenheit steckt. Ich wollte daher in die Angelegenheit etwas nachforschen und habe tatsächlich einen alten Baron in der Nähe gefunden, der sich schon lange mit dem Schloss beschäftigt und Zeit seines Lebens aufmerksam war. Er konnte gut lesen und schreiben und zeigte mir seine Aufzeichnungen zur vermuteten Vergangenheit des Schlosses. Einst war es wohl ein bedeutender Handelsposten und machte zeitweise sogar dem Hafen in Ark Konkurrenz, insbesondere was den Handel mit Nähren betraf. Damit hatten jedoch die Händler in Ark ein Problem, sodass durch zunehmende Einschränkungen des offenen Handels Goldfurt oder eigentlich die Sonnenküste allgemein zu einem Zentrum für Schmuggel wurde. Dann, vor etwa 200 Jahren, soll es unter Graf Theodor einen Vorfall mit seinem Sohn Giron gegeben haben. Eine Art magischer Unfall, bei welchem der Geist entstand, der heute auch die Aschewitwe genannt wird. Infolge davon blieb Giron jedenfalls kinderlos, und durch unglückliche Umstände gab es auch sonst keine direkten Erben. Unter den Adeligen Enderals und darüber hinaus begann nun ein erbitterter Kampf darum, sich irgendwie in die Erbfolge einzuschleichen und so das Schloss und damit praktisch die gesamte Sonnenküste zu übernehmen. Die darauffolgenden Kämpfe und Intrigen wurden zusätzlich noch durch die Aschewitwe erschwert und schadeten darüber hinaus dem Ansehen und der Bedeutung von Schloss Goldfurt. Da diese Entwicklung den Orden und den Händlern in Ark aber ganz recht war,
Wie liest man es dabei? Dora scheint nun doch noch einmal zu versuchen, Goldfurt wieder aufzubauen, wie es schon viele vor ihr versucht haben. Ob es ihr gelingen wird? Alter, wie viel kann ich noch hier lesen? Okay, letzte Seite. 13 von Kilras Verrat. Unsere Vorbereitungen zur Abreise sind fast beendet. Allerdings hatte ich gestern das Gefühl, dass die Gräfin etwas ahnt. Sie wirkte unruhig und stellte viele Fragen. Ob alles in der Mine in Ordnung ist? Sonst hat sie unsere Meldungen über Beschwerden stets klein geredet. Hoffen wir, dass sie uns gehen lässt. Nachtrag am Abend. Seit dem frühen Abend sehe ich zwei Wachen und einen Bogenschützen in der Nähe unserer Mine herumlungern. Ich befürchte, dass sie uns nicht so einfach gehen lässt. Achso, ich wollte das mitnehmen. Truhe? Bauplan Stahlharnisch? Nehmen wir mit. Das nehmen wir, das lassen wir. Okay, interessant. Das blaue Erz. Hat das vielleicht mit dem roten Wahnsinn zu tun? Ich will es jetzt wissen. Ob das zusammenhängt. Das nehmen wir mit. Set des Rattenfingers. Griff des Rattenfingers. Nehmen wir mit. So, ist minus 2, aber. Also zu Stahlhandschuhe. Aber wenn wir das Set vollständig haben. Gibt's da noch was? Ne? So, nehmen wir mit. Ich glaube, das Erz hat mit dem roten Wahnsinn zusammen. Oder dem Arkanistenfieber hängt zusammen damit. So, Einzelteile, Groschen. Nehmen wir mit. Die lassen wir. Aber hier ist kein Eisenerz. Gibt es hier noch? Das Eisenerz glaube ich nicht, dass das der blaue Erz ist. Ich höre hier noch einen Troll. Da sehe ich was leuchten. Was haben wir hier? Eine Wehrrobe. Spitzhacke nehmen wir mit. Nägel. Essen finde ich hier jetzt irgendwie nicht. Ich hätte jetzt gern ein bisschen was zu essen gefunden. Apropos Essen, jetzt müssen wir wieder was. Aber ich esse was Kleines, würde ich sagen. Krustenbrot würde wohl reichen, oder? Okay, das. Okay, wir haben einen Ausgang gefunden, die zur Sonnenküste führt. So. Ich höre da noch einen. Ah, komm, Kohle lassen wir mal liegen. Muck, muck. Den Anführer der Trollhorde in den schimmernden Minen beseitigen. Ah! Schädel, Trollfit. Ich nehme den Schädel mal mit. Das war der. Toter Schürfer.
So, Eisenerz, Lederharnisch, das nehmen wir mit. Ganz nebenbei einfach mal eine Quest erledigt. Okay. Hab jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Da ging es ja noch irgendwo weiter, ne? Hier entlang. Dann gab es hier noch was. Ne, hier waren wir. Da, die Seite hatten wir noch nicht gemacht. Und da kamen wir. Okay, wir sind hier einfach nur hier oben. Okay. Warte mal. Den werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Okay. Fand ich jetzt nice. Einfach mal nebenher eine Quest erledigt. Muckmuck besiegt. Eine Fackel ist jetzt hinüber. Ist aber nicht so schlimm. So, schimmernde Mine entdeckt. Das war die schimmernde Mine. Ah, okay. So, Kohle, Säge, Säge. Ah, und dann war... Ich sehe da was. Verlorene Fleischlose. So. So, Beil nehmen wir mit. Nein, ich wollte... Egal, Knochen mir. Haben wir da jetzt einmal. So, Lederschild. Was haben wir hier? Wohltat, Rang 1. Lehrbuch parieren, Lehrling. Was hat das mit diesem Steinkreis auf sich? Kann man hier irgendwas machen? Es hat was Besonderes hier. Wo sind die anderen Untoten? Fleischlose. Gold, Groschen. Wo sind die anderen Untoten? Den haben wir ja schon. Eispranke, nice. So, hier fehlt aber noch einer. Ich glaube, den finden wir nicht. Also den finden wir nicht mehr, würde ich sagen. Genau, ich finde es interessant, welchen Weg wir jetzt hier gekommen sind. So, jetzt noch mal was essen. So, die Eispranke auf. So, dann hier zum Bauernhof. Altes Bauernhaus entdeckt. So, ich hoffe, der hat Rattenfleisch. Rattenhaut nur. Um andere Gegenstände herzustellen, benötigt ihr dreierlei: einen Bauplan, Zutaten und eine Fertigungsstelle, wie zum Beispiel eine Schmiede. Hergestellte Gegenstände sind meist stärker als gewöhnlich und
Einige, besonders seltene Artefakte, lassen sich nur herstellen und nicht finden. Okay, Lederstreifen. Kleiner Rucksack herstellen, okay. Eisenbarren. Das Schlecht von Ark, Buch 1, Folge dem Feuer. Beglitzertes Pergament. Ich weiß nicht, was los ist. Alle werden so merkwürdig. Die Tiere sind böse, sie haben Papa und Mama gefressen. Oh, der arme Junge. Okay, der ist jetzt abgebrochen. So, aber ich würde sagen, wir machen dann hier in der nächsten Folge mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!